Ja, was geht ab? Mein Name ist IWZI und willkommen zu einem weiteren Tag hier aus Sölden auf dem Snowtrip. Und wir haben, wie ihr sehen könnt, ist dunkel, denn wir haben 5:45 und wir haben jetzt nicht so lange geschlafen. Das ist wahrscheinlich euer erster Gedanke. Habt ihr voll verpennt bis 5:45? Haben wir gar nicht. Haben wir nicht, denn wir mussten quasi den ganzen Tag einfach schneiden. Es hat sich so ein bisschen aufgestaut und da wir gestern Abend ja Nachtfahren waren und eigentlich feiern sozusagen, obwohl wir vielleicht eine halbe Stunde da waren oder so, konnten wir abends nicht mehr schneiden und deswegen mussten wir das auf heute verlegen und wir haben einfach den ganzen Tag hier in diesem Zimmer verbracht. Das sieht man zum Beispiel daran, dass hier liegt einfach mal so eine Bettdecke auf dem Boden, weil wenn man sich hier so hinlegt, dann hat man da Internet und hier liegt ganz viel Zeug und Gedönse, hier läuft Musik und alles ist ja komplett durcheinander, aber wir haben den ganzen Tag hier verbracht und einfach nur geschnitten, einfach nichts anderes gemacht. Wir saßen einfach hier und haben geschnitten, eigentlich ein vergeudeter Tag so. Der Max war schön fahren, ne? Du hast deinen Spaß gehabt, schön und gerade noch schön gepennt. Der hat schon richtig Langeweile, weil er die ganze Zeit gar nichts machen kann, weil das Internet auch so kacke ist. Aber mein Video befindet sich da unten im Upload. Endlich geschafft. Ramble ist locker einen Tag zu spät. Ist jetzt auch schon quasi fast fertig geschnitten. Aber bis das andere, also bis der Vlog erstmal hochgeladen ist, dauert es erstmal noch Jahre. Und du bist auch noch die ganze Zeit am Schneiden. Aber ist jetzt mal fertig bei dir hier? Ist fertig. Ja, sehr gut. Ja. Bist du schon am Uploaden? Ja, pass auf. Ja. Ist schon am Uploaden hier. Hier werden auch schon wieder die Rückreise wird schon gebucht. Das haben wir nämlich total vergessen, dass wir auch eigentlich wieder zurück müssen. Ja, leider. Ich dachte, ich bleib einfach hier. 75 Minuten nur noch. Dann ist dein Video schneller da. Meins braucht noch 200 Minuten oder so. Dena lädt übers Handy hoch. Das geht ein bisschen schneller. Ich lade hier gerade über das Hotel-Internet hoch und das braucht noch 245 Minuten. Boah! So ein Schmuck. Aber weil wir, wie gesagt, hier den ganzen Tag verbracht haben und ich jetzt euch die ganze Zeit hier in diesem langweiligen Zimmer alles Mögliche erzähle, gönnen wir uns heute einfach mal ein Thermalbad. Wir gönnen uns das nicht, sondern wir gehen dahin. Ein ganzes Thermalbad? Ja, gönnen wir uns einfach. Wir kaufen das, haben wir uns überlegt. Hier in Sölden gibt es nämlich eins. Problem ist, wir haben gar keine Badehose dabei. Deswegen müssen wir vorher noch eine Badehose kaufen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir uns eine Badehose noch kaufen, essen und dann ins Thermalbad und dann sehen wir uns wieder, Leute. Tschüss, die kommst. Tschüss. Herr Max, ich habe eine Verbindung gefunden, der muss nur zweimal umsteigen. Wir sind angekommen in der Therme, so sieht das aus, Leute. Mega so cool auf jeden aus. Fall. So sieht es aus, so sieht es aus. Den hat irgendwie den Plan, meinen Vlog zu zerstören. So sieht es aus, oder? Klappt aber nicht und Kann wir gehen sein? Jetzt mal rein. Schneide ich so rein. Ja, nochmal. Jetzt wird geshoppt, der Dena hat seine Badehose vergessen und kauft da hinten jetzt gerade eine ein, damit wir dann reinkommen. Ich habe eigentlich auch gar keine, habe aber so eine Art Sporthose. Ich würde mal sagen, das geht einfach mal als Badehose durch. Aber hier seht ihr das Shoppingverhalten eines Junges. Genau, Leute, das ist das Shoppingverhalten eines Junges. Wir sind jetzt in der Therme und wir haben noch nicht mal Wasser berührt und sind jetzt hier schon am Essen, haben uns als allererstes was zu essen geholt, denn wir sind den ganzen Tag nicht dazu gekommen, etwas zu essen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich verstehen könnt, weil ich überhaupt keinen Plan habe, wie gut der Ton von dieser GoPro ist, die wir jetzt hier reingeschmuggelt haben. Hoffentlich denkt keiner, dass wir irgendwie pädophil sind oder so, weil wir eine Kamera mit dem Schwimmbad haben, aber das passt schon und zieht euch das mal rein. Das sieht richtig gut aus eigentlich für so eine Therme, hier würde ich mal sagen. Was hast du dir da gegönnt? Pommes. Du musst doch mal ein bisschen gesünder essen, Dena. Salat dabei. Ah gut, dann geht's wieder. Hier, wir haben natürlich den Vital-Burger uns gegönnt mit Salat und vielleicht sehen wir uns gleich nochmal. Und wir haben die Therme wieder verlassen. War eigentlich ganz cool. Gab schon mal bessere Thermen, aber man kann sich jetzt nicht unbedingt beklagen. Allerdings haben wir jetzt hier kein Taxi, mit dem wir wieder zurückfahren können. Hätten wir uns vorher drum kümmern können, haben wir allerdings nicht.
Ja, Schwachsinn, die Nummer ging halt nicht. Und jetzt? Der hat eine Nummer gegeben und da kommt nur eine Mobil. Ja, vielleicht ist ja jetzt schon Feierabend oder so. Ja, wir haben wer weiß, dass wir bis 11 Uhr da sind. Bis 11 Uhr. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt auf die Suche nach einem Taxi begeben. Wir machen einfach so, wir gehen ein bisschen durchs Dorf, klappern alles ab und ansonsten trampen wir einfach. Wird doch ein geiler Trip. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wie findet ihr das hier? Sieht gut aus, ne? Ja. Ach, Leute, wir sind wieder zurück im Hotelzimmer und ich glaube, dieser Vlog ist wieder nicht allzu lang geworden. Aber dafür spoilere ich einfach mal. Morgen werden wir uns nämlich morgen früh mit einem Guide treffen und der wird uns nochmal ein paar Tipps geben, was das Snowboardfahren betrifft, beziehungsweise eigentlich wird er uns das wirklich richtig beibringen, denn wir haben uns ja quasi das Ganze so ein bisschen selber beigebracht. Und vielleicht zeigt er uns auch noch ein paar Ecken, wo wir gut fahren können. Vielleicht zeigt er uns auch einen guten Friseur oder so, das wäre auch mal schön. Aber darauf könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich müsste jetzt auch echt, oder wir müssten eigentlich alle jetzt mal direkt pennen. Denn sonst sind wir alle wieder überhaupt nicht ausgeschlafen. Diese ganze Schneiderei heute, der ganze Tag hat sich geopfert fürs Schneiden. Aber so ist das manchmal. Max, sag mal was in die Kamera. Gute Nacht. Ja gut, gute Nacht. Die sehen das vielleicht auch morgens, die Leute. Ne? Ganz viele schreiben ja immer, der Max, der redet immer so wenig und der wird nur ausgenutzt und so und wird ausgegrenzt. Max, was sagst du dazu? Alles Schwachsinn. Das hat sich so richtig so obligatorisch. Hier hast du deine 10 Euro. So. Max, erzähl mal was über dich, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen. Außer, dass du nur die ganze Zeit pennst. Boah, nerv mich. Ja, der Max ist nicht so gut drauf, merkt ihr das? Es liegt daran, dass er immer nur ausgegrenzt wird und so. Es macht ihn einfach. Dass du ihm zu wenig Geld gibst. Wenn du ihm 100 Euro gibst, dann ist er fröhlich. Aha. Wollte ich gerade sagen, du weißt das, ne? So machst du das immer. Du bist der Max. Das riecht geldgeil. Max, bist du geldgeil? Nein. Sehr schlagfertig auch, der Max. Magst du den Leuten nochmal ausführlich deine Friese zeigen? Nee. Aber ich film doch extra dahin. Oh, okay. Oh, Maxi, komm schon. Naja, Leute, das war's mit dem heutigen Vlog. Morgen gibt's erstens den Guide und zweitens Max Top-Friese. Ich werde ihn dazu zwingen. Dann wird er noch ein bisschen Headbangen und so. Und das wird eine super Zeit. Schreibt einfach Hashtag Jesus in die Kommentare. Einfach Hashtag Jesus in die Kommentare und einen Daumen nach oben, damit ich sehen kann, dass ihr wirklich Max Haare sehen wollt. Macht's gut, take das Leben nicht zu ernst, sagt Manu immer. Nehmt das Leben nicht zu ernst, take easy, bis dann. Und tschüss, Leute. Tschüss.